Ja, und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Hier ist Legion Games LP natürlich nur für euch und heute mal wieder was ganz Neues, denn der PlayStation Store behält was Neues für uns parat, kostenlos sogar, nämlich Tekken Revolution. Tekken Revolution ist eine abgespeckte Version der richtigen Hauptspiele von Tekken, denn man hat weniger Charaktere. Die Tricks sind ein bisschen anders, die Grafik wurde ein bisschen runtergeschraubt. Man kann nicht einfach so gegen einen Computer kämpfen, es kommt immer wirklich auf etwas an und ihr seht hier oben rechts sogar schon ein paar neue Sachen, nämlich diese roten Münzen oder was das sind. Das sind Münzen, um den Arcade-Modus zu spielen, das heißt diesen Arcade-Kampf hier zu spielen. Davon kann man, meine ich, höchstens 2 Stück haben. Diese generieren sich dann innerhalb einer Stunde, meine ich jedenfalls. Dann gibt es noch die blauen Münzen, die sind dann für den Online-Kampf gedacht. Und die blauen Münzen, ich meine, davon hat man am Anfang 5 Stück, die generieren sich jede halbe Stunde, meine ich, so war das gewesen, genau. Und im Online-Kampf kann man dann eben gegen menschliche Gegner zocken, wie bei Call of Duty oder Battlefield, das erklärt sich ja von ganz alleine. Und der Gewinner erhält Erfahrung. Erfahrung bekommt man aber nicht im Arcade-Kampf, da bekommt man eigentlich nur Gold. Ich definiere es jetzt einfach mal als Gold, G für Gold, sage ich jetzt einfach mal. Und im Arcade-Kampf kann man eben, ja, einfach Spaß haben, ne? Sag ich mal so. Da kann man eigentlich sich selber ein bisschen trainieren. Und seit neuestem gibt es auch den Aufwärmebereich. Und im Aufwärmebereich, da kann man sozusagen kostenlos trainieren. Dafür braucht man keine Münzen verschwenden. Und dann, oben rechts seht ihr es ja, gibt es noch diese Premium-Gold-Tickets. Diese könnt ihr verwenden und ihr könnt euch diese auch im Store kaufen. Was ich aber nicht euch raten würde, denn ich weiß nicht, muss man nicht unbedingt machen, wenn man schon ein Spiel gratis hat. Diese Premium-Münzen-Tickets, die könnt ihr dann benutzen, wenn ihr gar keine Münzen mehr habt. Das heißt, wenn ihr zu oft gezockt habt am Tag, dann könnt ihr diese auch benutzen. Aber ich finde es ein bisschen schwachsinnig, denn ich muss jetzt nur noch wartet, 5 Minuten warten und dann habe ich sogar schon wieder eine neue Münze für den Online-Kampf. Das ist eigentlich so das Spiel. Man kann noch neue Charaktere freischalten, was es ja eigentlich in Tekken nicht mehr gibt. Meistens sind die Charaktere ja schon von vornherein freigeschaltet. Und es gibt auch Events und alle möglichen Kleinigkeiten. Ihr seht es ja, neue Objekte im PlayStation Store. Und da werdet ihr dann euer Geld lassen. Aber so ist das Spiel wirklich kostenlos. Und ich finde, man braucht auch wirklich kein Geld dafür auszugeben. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal in den Arcade-Kampf rein. Der Arcade-Kampf ist sozusagen die Story von dem Spiel, also man kämpft einfach nur gegen eine Handvoll von Gegnern und ja, dann hat es sich sogar schon. Hier, sammle Geschenkpunkte, um neue Charaktere freizuschalten, das heißt, wenn ich jetzt noch ein paar Geschenkpunkte erreiche, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, dann erhalten wir einen neuen Charakter und ich hoffe, es wird Hoverrun sein, ist eigentlich so mein Lieblingsspieler. Diese Charakterin habe ich vor kurzer Zeit freigeschaltet, Xiao müsste man eigentlich kennen aus Tekken 3, da wurde sie eigentlich richtig bekannt erstmal als nervige kleine Göre! Ja, eine nervige kleine Göre. Mein Hauptcharakter ist derzeitig Kazuya. Kazuya hat sogar eine Devil-Form, heißt wie Devil Jin. Und es ist ein wirklich guter Spieler, aber ich denke mir jetzt einfach mal, zum Vorführeffekt werden wir einen neuen Spieler nehmen. Und dann nehmen wir einfach mal King. Was ich euch noch erzählen kann ist, wenn ihr ein Level aufsteigt im Online-Kampf, könnt ihr eure Charaktere verbessern. Das seht ihr gerade. Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit. Entschlossenheit ist die Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen, Ausdauer ist Leben und Kraft, ja, die Schlagfertigkeit von Chuck Norris, so kann man es unbedingt sagen. Ja, yeah, eigentlich schon. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gleich in den Kampf rein. Die Punkte, die ihr verdient, um euren Charakter zu verbessern, sind auf alle Charaktere anwendbar. Das heißt, wenn ihr mit Kazuya Level 5 seid und ungefähr so und so viele Punkte erreicht habt, dann könnt ihr die auch in andere Charaktere investieren. Das finde ich eigentlich wirklich sehr gut. Muss man wirklich dem Spiel lassen. War eine super brillante Idee gewesen. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt einfach mal King und wir spielen auf normal. Auf sehr schwer habe ich auch schon durchgespielt, aber da erhält man keine neue Trophäe, was ich ein bisschen schade finde. Mit King habe ich jetzt noch nicht gespielt, ich habe eigentlich nur die Punkte in ihn investiert. Und deswegen Arcade-Kampf gegen, wie heißt denn der nochmal? Genau, Dragunov. Nein, nicht das Scharfschützengewehr, sondern Dragunov, der Rebell. Lass uns einen guten Kampf hinlegen. Ich will Wodka. Das hat er ungefähr jetzt gesagt. Alles klar, los geht's. Okay. Ich muss erstmal gucken, wie man überhaupt mit King spielt. Okay. Scheiße, ich habe mir jetzt gar nicht seine Spezialattacken angeguckt. Es gibt nämlich da noch Spezialattacken. Diese kann man benutzen, wann man Bock hat. Genau das hier war eine gerade gewesen, dieser Kick. Das sind ein bisschen härtere Attacken, die den Gegner auch manchmal ein bisschen verwirren können, denke ich mal. Weil sie kommen sehr, ja, sie können manchmal wirklich sehr überraschend sein im Kampf. Meistens geht man sogar ein bisschen einen Schritt zur Seite, um diese Attacke anzuwenden.
Deswegen empfehle ich euch, euch darauf zu spezialisieren, diese Attacken anzuwenden und auch zu wissen, wie man diese blockieren kann. Alles klar, den ersten Kampf hätten wir sogar schon. Ich habe keine Ahnung, wie man mit King gut spielt. Also mit King habe ich wirklich irgendwie noch nie gespielt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Tekken 3 so gewesen war, dass es er eine unendliche Combo ausführen konnte. Aber wie die natürlich geht, das ist eine andere Sache. Leo! Ach ja, Leo ist Deutscher! Leo ist Deutsch! Ja, genau. Das hat mir ein Kumpel letztens gesagt bei Tekken 6, dass Leo Deutsch ist. Ich konnte es erst nicht glauben. Und bei Leo ist es auch so, man weiß nicht, ob er Mann oder Frau ist. Das wurde erst vor neuestem released, dass er ein Kerl ist. Aber viele haben immer gedacht, er wäre ein Mädchen, weil er sich auch ein bisschen metrosexuell anzieht. Aber Leo ist ein Kerl, ein waschechter Kerl. Naja, kein Hell's Angel, aber naja. Muss man ja auch nicht sein, oder? Okay, da wollte ich ihn gerade packen. Yeah! Wrestling for the win. Okay, komm ran. Sehr schön. Ich muss sagen, mit Kazuya kann ich deutlich effektiver spielen. Also das mit King, auch sehr schwer würde ich den Arcade-Modus jetzt eigentlich nicht schaffen mit King. Obwohl man muss sagen, der Arcade-Modus ist doch schon ziemlich easy, auch auf sehr schwer. Aber ich glaube, mit King würde ich es nicht auf den ersten Anhieb schaffen. Oh, Brüste. Anime-Titten. Yeah. Ich überlege gerade, wie eine ganz spezielle Attacke ging. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es ging. Ich versuche sie gerade. Yeah, von hinten. Ja, nehmen wir sie durch. Ah, ich weiß nicht mehr, wie die Attacke geht, die ich gestern gemacht habe. Ich habe einmal mit ihm gespielt. Ui, cool. Ne, das war es aber nicht. Ah, verdammt. Ich sag euch eins, Übung macht den Meister. Uiuiui, genau, dieses Vibe hat auch Kettensägen. Da muss man wirklich aufpassen bei Alisa. Auch bekannt aus Tekken 6. Und man muss sagen, seitdem hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Ah, Bitch Slap, Bitch Slap. Gut. Oi. Lars, ein wirklich brillanter Kämpfer, muss man ihm lassen. Er hat wirklich viel Ähnlichkeit, meine ich, auch mit King. Ne, nicht mit King, aber er hat ziemlich viele Ähnlichkeiten mit anderen Charakteren teilweise auch, obwohl er neu ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wem er wirklich geändert hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er ein kleines Double ist von ziemlich bekannten Charakteren. Ach Mann, verdammt Lars, lass mich in Ruhe. Ui, ui, ui. Ah, verdammt. Ich habe zwar gewonnen, aber naja. Okay, vielleicht legen wir jetzt mal einen Perfect hin. Ah, schade. Ah, schön gegen die Wand getreten. Sehr schön. Natürlich erhalten wir auch nebenbei ein bisschen Gold und im Hintergrund jächzen die Papageien. Gut. Lili. Ui, hey. Ah, mit Frauen sollte man sich echt nicht anlegen. Erst recht nicht mit Lili. Lili kann doch schon ganz schönes Badass-Girl sein. Gegen Frauen habe ich eh nie gerne gekämpft bei Tekken. Man muss denen lassen, die sind echt gut. Oi, oi, oi. Alles klar. Ah, okay, ich habe es herausgefunden. Okay, so möchte ich es aber auch finishen. Ah, komm schon. Verdammt, immer daneben. Man muss sagen, die Attacke kann man auch wirklich gut blocken. Versuchen wir gleich am besten, würde ich sagen. Ah, schade. Okay. Ich muss auch sagen, in Tekken spiele ich viel lieber mit den Fäusten. Ja, die Fäuste, ja, irgendwie gefallen mir die Fäuste doch am besten. Ich trete nicht ganz so gerne. Man muss auch wirklich sagen, Kazuya ist auch wirklich ein brillanter Spieler dafür. King natürlich auch eigentlich, weil gute Schlagkombinationen haben die beide auf jeden Fall drauf. Ah, oh, die ist hübsch. Hübsches Girl, ne? Da wird der Nightmare Area hier ganz rattig von. Das weiß ich ganz genau. Und wenn du dieses Video siehst,
Ich wette, das war der Grund gewesen, warum du es dir anguckst. Mein lieber Freund. Okay, beenden wir die Runde mal ganz schnell hier. Ja, sehr gut. Ah, schade, ich habe gerade eigentlich was anderes ausprobiert. Wie ging die Attacke nochmal? Ich überlege mir gerade eine Attacke. Oh, Jinpachi. Mit dem ist nicht zu spaßen. Cookie Troller, Einladung zu Battlefield 3. Du siehst gerade, ich zocke Tekken, deswegen join ich jetzt nicht. Ach, Leute. Ah, so ging die Attacke, gut. Ach, Jinpachi, du hast doch keine Chance gegen mich. Ich denke mal, das wird der Vater von Jin sein. Also ich kenne mich jetzt wirklich nicht im Tekken-Universum aus. Überhaupt nicht. Aber ich denke mal, Jinpachi wird der Vater von Jin sein und Heihachi wird dann sozusagen der Vater von Kazuya sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich bin da wirklich ein ziemlicher Frischling, was die Geschichte von Tekken angeht. Eieiei. Oh! Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war gerade am Tricksen gewesen, so ein paar Tricks auszuprobieren. Und dann kommt er da mit seinem Kamehameha an. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, kein Spaß mehr. Eieiei, okay. Boah, man muss es ihm lassen. Er blockt gerade ziemlich viel ab. Ja, sehr schön. Body Slam. Uiuiui, da ist mir jetzt gerade doch ein bisschen, ja, die Pumpe gegangen. Also jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt nimmst du gerade so schön auf und dann verlierst du direkt den Arcade-Modus. Das wäre ziemlich peinlich gewesen. Ogre. Oh yeah, gibt's auch in Golden in diesem Spiel. Wäre natürlich krass, wenn man ihn auch freischalten könnte, aber das wird nicht der Fall sein. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, komm, dann hin wir dich mal hier. Aber ich muss sagen, andere Charaktere sind deutlich krasser als Ogre. Also ich fand ihn jetzt nicht so krass. Auch nicht auf schwer. Ah, verdammt. Ja, auch wenn du ein Monster bist, gegen mich hast du keine Chance. Ah, verdammt. Okay, der Tritt hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Stiltechnisch gesehen war das jetzt gerade nicht so gut gewesen. Aber wie gesagt, ich probiere derzeitig einige Charaktere aus und irgendwie, ich muss es einfach sagen, Kazuya ist doch wirklich mein Lieblingscharakter im Moment. Ich warte wirklich noch darauf, dass ich Hoverang freischalte. Gut, den Arcade-Modus hätten wir jetzt sogar schon bewältigt, innerhalb von 14 Minuten ungefähr. Ja, ist okay. Geht bestimmt noch deutlich schneller, aber nicht für mich. Alles klar. Ich würde mal sagen, damit verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Kommentieren und bewerten nicht vergessen und genießt wirklich das schöne Wetter draußen. Es ist wunderbar. Keiner darf sich jetzt beschweren. Wir haben immer gesagt, immer dieser Winter. Und jetzt ist der Sommer da und die Leute beschweren sich wieder. Facebook, ich lösche dich irgendwann. Also ich lösche nicht Facebook, ich lösche mich bei Facebook, denn das geht mir langsam doch irgendwie ziemlich auf den Sack. Alles klar, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Haut rein, euer Legion Games LP. Game Keys. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.